Spiel nur ein paar von den Klassen zugelassen sind. Ja. Und dass man dann, dass man vielleicht auch den Champion, also was würdet ihr davon sagen, wenn man die Champs einschränkt für jede Runde, und dann ist nur die Hälfte der Champs da. Was wäre sowas, wenn nur die Hälfte der Champs für jedes Spiel da wäre und das halt random ist für jedes Spiel? Wäre das ein Ding? Boah, das war close, ey. Ja, ich würde WEQ maxen, Brava nun, Weixen Sau. Obwohl das halt OTPs etwas den Game Mode versaut, das ist natürlich wahr, maximal lost, ja. Aber ich meine, ja. Also es wird halt, nee, verstehe ich schon. Hier gehe ich Max. Macht mir die Laoi mehr Sinn, den Klon zu hitten oder den richtigen Champ? Immer den richtigen Champ, weil die Tentakel dann auch noch den Klon hitten. Und wenn der nicht in Range ist, dann natürlich den Klon, ne? Jedes Team muss nacheinander picken und es darf kein Champ doppelt gepickt werden. Na, man hat halt einen gigantischen Nachteil in so einer, in so einem Modus. Wenn man nacheinander pickt. Weil man kann ja einfach counterpickt werden. Schon wieder ein Twitch Prime. Du bist ein gutes Vorbild für die anderen. Und das mehrkostenfrei. Okay. Schönes Ding. Looking good, Bellwurf Braum gerade. Das Team, was am meisten Ingame-Währung bezahlt, darf zuerst picken. Ja, perfekt. Das hört sich in einer genialen Idee an. Das hört sich nach einer genialen Idee an. Brawler's Claw. Oh, Hemomancer's Helm? Hat man Energized Auto-Tex auf Bellwef? Nee, ne? Nee, wir machen Hemomancer's Helmet. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Road Dog, ich danke dir für deinen 9. Monat mit Twitch Prime. Kuss hier raus. Vielen lieben Dank für den Support, mein Amigo. Dankeschön. Ja, da müssen wir halt rein jetzt hier gleich, ne? Oh, insane. Okay. Ah! Oh, ich muss niesen. Oh, und genau dann wird engaged, mein lieber Scholli.
Oh, schon wieder gedodged die Ult. Das ist ja unglaublich. Wieso ist denn jetzt die... Hä? Wieso ist das hier hingegangen? Nice one. Sehr, sehr schön. So, was gehen wir? Gehen wir Blade? Gehen wir Kraken? Ich weiß gar nicht, was das Ding jetzt hier, was Meta ist auf Belworth. Gehen wir Kraken? Ja, Kraken, Blade oder Hellfire Hatchet ist, glaube ich. Ne, wir müssen Hellfire Hatchet gehen. Wir brauchen ja Hemomancer, müssen wir jetzt erstmal aktivieren. Oh, haben wir schon? Wait, wie denn das? 30%. Ach so, weil wir noch Guardian's Hammer haben. Oh, das ist ja insane. Ich würde mal behaupten, das ist der falsche Fokus hier gerade. Ja, dieser Hook war ja insane. Ja, wir hätten ja Vayne fokussen müssen, ne? Die, denke ich, macht da mehr Schaden. Und ist leichter zu töten. Ja, ist Teko Teko auch dabei und Noss? Wobei, beim Turnier, meinst du jetzt, Kobi? Das weiß ich nicht. Oh, E2 Ability Haste? Könnte man schon machen. Könnte man schon machen. Die dürfen nicht, ja. Stimmt, wenn die Prime League Second Div spielen, dann dürfen die nicht. Boah, Earthquake wäre stark auf Belworth, ne? Wenn wir das kriegen würden. So, Alistar und Warwick. Oh, Warwick hat Sunderer. Das ist ja absolut insane. Ja, mein Braum ist da jetzt halt leider ein bisschen alleine drüben. Ja, das sieht ja unwinnable gegen die aus. Das ist ja unglaublich. Warwick hat 200 Ability Haste auf der Q und fucking Sunderer als Mythic Item. Das ist ja komplett insane, ey. Holy schmoly. Ich glaube, wir gehen Kraken jetzt. Wir brauchen auch Anti-Heal unbedingt, ne? Haben wir Anti-Heal schon? Ne, wir haben noch kein Anti-Heal. Dann muss ich Anti-Heal kaufen eigentlich. Aber Anti-Heal auf mir ist halt echt ziemlich scheiße eigentlich. Aber Anti-Heal ist zu wichtig, als dass wir es nicht haben. 11 Sekunden CC von 18. Yep. Das ist pretty poggers. Ja, schön die Swain-Ult auslaufen lassen.
Ja. Bellweb, boy. Nice one. Noch ein bisschen Omnivamp mitnehmen. Schmackofatz. Okay. Ja, Arena ist einfach... Arena ist so ein geiler Modus, Mann. Es ist so insane. Und was ich gern noch hätte, wäre mehr spezifische Augments, wie zum Beispiel Spin to Win, finde ich super cool, das Augment, für die ganzen Spinning-Champs. Ich finde die Darius-Pässe für Draven super cool. Dass man Cinched Q haben kann, quasi die ganze Zeit hinter sich aktiv, finde ich mega cool. Oh lol, der ist tot. Die hat uns dreimal geultet jetzt. Viermal. Kiana hat viermal geultet die Runde. Holy schmoly, ey. Na. Alleine Balancing kann Riot noch so viel rausholen. Gefühlt gewinnen auch immer nur dieselben Champs, ja. Ja, es gibt halt, also nur dieselben Champs würde ich nicht sagen, aber es gibt halt so einen Pool von Champions, ne? Also es gibt so einen Pool von Champions, die einfach unglaublich stark sind. Und ja, ich weiß gar nicht, ist das denn geplant? Also plant Riot hier Balancing Changes? Ich weiß das gar nicht. Ja. Klar, musst nur drauf warten, optimal. Haben die nicht schon spezifische Nerfs, Buffs? Oh Gott, die wurden ja komplett zerkloppt. Das kann ich gerade nicht sicher sagen, um ehrlich zu sein. Boah, Waldemar auch sehr stark. Gragas zum Beispiel auch übel strong, der Champion. Wladimir auch. Also Warwick mit 200 Ability Haste auf der Q, muss ich sagen, ist schon anders. Der ist auf jeden Fall schon anders. Oh, aber der Swain hat wieder Ult ready bekommen. Das könnte den Unterschied machen. Aber die müssen halt den Warwick gekitet bekommen. Kriegen sie sogar hin. Galio wurde Hotfix nerfed. Okay, nice. Nice, nice. Oh, sick. Bloodthirster. Wie viel Lifesteal haben wir? Wir haben 31% Omnivamp und 15% Lifesteal, Poggers. Also wenn ich Brand, Vi, Gragas, Karma, Swain, Illaoi, Zed sehe, weiß ich schon mal, dass die 1 bis 4 belegen werden. Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber it is what it is, wa?
Nice. Oh, das war close zwischenzeitlich. Ich beende den Fight zwar mit Full Life, aber zwischenzeitlich war es close. Ja, wir haben hier Arena Stat Adjustment. Also jeder Champion hat das schon auf jeden Fall, aber... aber ob es das halt... ob das halt genug ist, ach so, die Adjustments sind für alle Champs. Okay, verstehe. Und das ist das... Ah, okay. Und das ist das Balance-Buff-Ding. Mhm, verstehe. Ja, dann... Also, das Symbol ist schon da, aber... Das Symbol ist schon da, aber es fehlt noch... Es fehlt noch der Balance-Change. Der tatsächliche Balance Change fehlt noch. Perfectly balanced, as all things should be. This is exactly what I am looking at. Oh. Na, wir machen mal so, glaube ich. Noch mehr Attack Speed, hell yeah. Okay. Oh, gutes Verkaufen. Ja. Wollte gerade sagen, guter Call. Macher. Ey, Phil, hast du schon Vi gespielt? Wir haben Loki Leon. Wir haben heute Morgen haben wir direkt eine Runde Vi gekloppt. Und das war sehr, sehr erfolgreich, die Vi-Runde, ja. Ja, sieht so aus, als ob wir jetzt einfach stärker sind, ne? Also, als ob die einfach... Oh, schöner Hook. Als ob wir einfach... Wir outstatten sie einfach. Oh, jeder vierte Attack macht zusätzlichen mehr magischen Schaden. Lol. Man hat sogar im Chat eine Nachricht, dass du noch ein Item zum Collecten hast. Auch nicht schlecht. Echt? Ach so, war das hier? Ah, okay, ja, sehe ich gerade. Ist ja insane. Alter, der Damage. Juhu! Ja, das sieht für die gar nicht mal so machbar aus, ne? Können wir ein Item verkaufen für... ja, komm, wir kaufen uns ein Prismatic. Ah, dann verkaufe ich lieber das hier. Oh mein Gott. Ich weiß, funktioniert das auf meiner Queue, das Item? Ja, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Mirage Blade reduziert den Cooldown von meinen Dash Abilities. Wir haben sie im CC getötet. Was zur Hölle? Also meine E? Was?
der Hölle ist meine E? Hä, ich hab grad Kiana und Sinch mit einer E getötet, basically. Holy schmoly. Das war krass. Das war sehr, sehr krass. 90.000 Schaden. Also an die YouTube-Zuschauer hier, ne? Abonnieren nicht vergessen. Ja? Und liken und kommentieren. Super.